Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute vlogge ich mal, denn ich überrasche später eine Zuschauerin, ja, beim Zahnarzt. Bei meinem Zahnarzt, ja. Eine lange Geschichte, warum sie da ist. Ich kooperiere auch nicht mit der Praxis oder so. Nein. Warum auch? Auf jeden Fall nehme ich euch heute mit und mein Piercing guckt wieder raus, seht ihr? Ich habe mein Septum behalten. Ja, mein Septum wollte ich behalten. Aber ja, ich habe jetzt einen Stab drin, ne? Ich habe einen Stab reingemacht. Jetzt zeige ich euch mein Nasenloch von der Seite. Ja, aber das will ich behalten. Ja, ich will es einfach behalten. Und heute habe ich ein Hoodie an. Ein Hoodie von Sarah. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den anlassen werde. Ich habe mich doch nochmal umgezogen. Ich hatte gerade ein kleines Problemchen. Ich kam nicht rein in die Jacke. Aber es ist heute angenehm mild. Nicht warm, aber mild. Leute, ich denke soeben, was zwickt denn so, ne? Was tut denn so weh? Mein Bügel vom BH. Hier wohnen Asoziale, ich sag's euch. Mein Herz schlägt, ich bin so aufgeregt und ich weiß nicht, ob ich hier schon reingehen soll. Ich warte. Ja. Sie wird, glaube ich, gerade auf den Kopf gestellt oder so. Oh, mein Gelenk. Ich hoffe, sie holt mich dann auch ab, ne? Also, was hast du? Ein Crepe mit Erdbeeren und Kinder Bueno. Ich habe einen Crepe mit Twix und Schokocreme. Wie wird dein Name nochmal ausgesprochen? Aisha. Nein, Aisha. Aisha. Okay. Magst du Süßigkeiten? Ja, ja. Siehst du den Laden da? Da gibt es so viele Süßigkeiten. Also Schokolade ist nicht so ganz meins, obwohl ist es Schokolade? Keine Ahnung. Steht da nicht drauf, ne? Nee, das muss Lakritz sein. Was magst du am liebsten? Ja, also eigentlich sowas am besten mit Gelatine. Vegetarier. Wahnsinn. Bist du? Ja. Echt? Mhm. Wie lange bist du denn schon Vegetarierin? Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? So circa. Und warum? Also, ja, also eigene so Entscheidung? Ethische oder eher? Aspekte. Ah, okay. Ja, viele machen das ja einfach nur so und wissen nicht warum. Ja, genau, so mitläufermäßig. Genau. Ich kenne ihn gar nicht. Den hätte ich auch gern. Ja. Der ist geil mit dem Strahler da. Das Problem ist an den Kameras generell, sobald es dunkel ist, ist die Qualität nicht mehr so gut. Ja, klar. Aber das geht. So, ich bring dich jetzt noch zur Bahn. Ja, voll. Zur Bahn! Dann musst du leider gehen oder leider wegfahren. Noch eine Stunde, 10 Minuten oder 20 Minuten. Ja. So lang fährt sie. Sie fährt so lange nach Hause. Du hast eine halbe Weltreise gemacht. Ja, eine halbe. Der Typ steht da immer noch, ey. So, S3 kommt gleich. Mein neuer Freund wartet schon. Mein neuer Freund, der fährt hier heute. Ja, ja. Der fährt mich nach Hause. Ich habe echt voll die roten Augen. Ich bin müde. Ja, ich fahre jetzt nach Hause und dann gehe ich baden. Ich bin zu Hause und ja, Hund, was sagst du da unten? Wollen wir Gassi gehen? Ja, ich werde jetzt noch rausgehen und das war's dann auch. Das war ein toller Nachmittag. Das Mädchen ist 1,5 Stunden gefahren, ja, und will bei meinem Zahnarzt bleiben. Krass, sehr krass. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte oder ob ich das tun würde, aber gut. Er ist ja auch gut so.
Er ist ja auch gut. Armwechsel, mein Arm tut weh. Oh. Es hat mich gefreut, dich zu treffen und es war toll. Der Nachmittag war echt toll mit dir. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und macht es gut.